So, damit wieder ein herzliches Willkommen hier zurück zu einer neuen Folge The Evil Within. Wir sind in der letzten Folge, haben wir ja sneaky ninja-technisch ein bisschen hier rumgespielt, sind immer noch auf der Suche nach Leslie. Ja, Leslie, der kleine Spinner, ich sag jetzt mal Spinner, soll natürlich alles ohne Wertung sein, ist nach vorne geprescht, beziehungsweise hier anscheinend durchgerannt und die, ich sag jetzt mal Zombies, ich nenne sie jetzt einfach mal Zombies, ja, haben ihn eiskalt ignoriert, beziehungsweise kann der anscheinend an denen vorbei sneaken, ohne dass die das interessiert. Wenn ich das mache, sieht das anders aus. So, wir haben in der letzten Folge natürlich hier vorne den einen kaputt gemacht. Und wir werden jetzt mal versuchen, den anderen, den wir hier vorne sehen, weil wir wollen an dieses Haus. Also, unser Vorhaben ist natürlich so. Wir wollen so viel wie möglich. An Flugzeug mitnehmen. Das ist unser Ziel. Dazu müssen wir aber an diesen hässlichen Viechern hier vorbei, die uns das Leben ein wenig, ich sag jetzt mal, schwer machen. Und die sehen auch nicht mehr ganz so gesund aus. Ach, ich dachte, ich kann ihn auch mit der Fackel verbrennen. Deswegen der Schlag. Ah, ich hätte es so machen müssen. Okay. Deswegen halt auch der Schlag von mir. Weil ich will natürlich auch gucken, dass wir die Streichhölzer nicht unnötig. Warte mal, hat der eigentlich jetzt was Verhältnis? Nachdem wir ihn verbrannt haben, lassen die Viecher ja gerne mal was fallen. Ne, ich will die Fackel. Give me the Fackel! Und da drin scheint einer zu sein. Ich hab ihn doch schon gehört. Oder? Also, da liegt auf jeden Fall einer. Ich muss wirklich dafür Streichhölzer verbraten. Das nervt mich ein bisschen. Weil ich gedacht hätte, dass ich dafür halt nicht andauernd Streichhölzer brauche. Okay, hier ist noch eine Falle. Der lebt auf jeden Fall noch, der Wichser. Okay. Den konnten wir jetzt mit der Fackel töten. Okay, das heißt also, wenn ich eine Fackel habe, kann ich damit, ich sag jetzt mal, die Zombies, umbringen. Boah, das finde ich schon mal gut. Zumindest die, die stehen. Die, die nicht stehen, wahrscheinlich nicht. Komm, wir verbrennen sie trotzdem. Einfach vorsichtshalber. Weil wir wissen ja nicht, was passiert. Also wir haben noch genug Streichhölzer. Wir werden hoffentlich noch weitere Streichhölzer finden. Kann ich das Buch hier aufnehmen? Nö. Und ja. Okay, also wir sind jetzt hier in diesem Haus. Hier sind wir durch. Wenn ich das so richtig sehe. Leider keine weiteren Streichhölzer gefunden. Beziehungsweise wir haben hier noch alles durch. Ja, sicher. Hier haben wir noch, hätten wir noch was vergessen? Hier haben wir auch noch was. Hätten wir auch noch was vergessen? Leertaste, was haben wir denn hier? Kartenfragment. Kartenfragment ist natürlich geil.
Das heißt natürlich, wir haben dann irgendwann auch hoffentlich eine Karte, wo wir uns denn so ein bisschen orientieren können, wo wir hin müssen. Nice. So, das heißt jetzt im Umkehrschluss, hier müsste noch eine Flasche liegen. Die nehmen wir natürlich wieder mit. Because of Ableckungsmanöver. Weil... wir haben ja jetzt noch den da vor uns. Also da drüben stehen zwei. Wir haben einen mit der Fackel und wir haben einen, der da hinten stand. Den haben wir zumindest schon mal gesehen. Aber warte mal, wir gehen jetzt mal aus Gründen der Sichtbarkeit mal hier hinten lang. Er dürfte uns ja nicht sehen. Er bewegt sich aber auch nur marginal. Also minimal. Er bewegt sich eigentlich nur von Fleck A nach Fleck B. Mehr macht er nicht. Heißt also, wir müssen... hören die uns? Anscheinend hören die uns nicht so gut. So, das heißt, ich kann mich jetzt von hier anschleichen. Ich kann ihn von hier nämlich dann killen. Nice. Ey, geil, wie viel Green Stuff ich hier rauskriege aus der Nummer, ist schon mal geil. Achso, jetzt habe ich natürlich hier den hier. Okay, also hier in dem Häuschen scheint es nicht so viel zu geben. Gucken jetzt natürlich nochmal hier hinten lang. Aber hier finden wir zumindest mal wieder eine Spritze, die wir nicht nehmen können. Nehmen wir uns mal hier eine Injection. Nehmen wir uns mal gleich mal ein bisschen Leben. So, hier sind Flaschen. Okay, also hier haben wir das Haus auch, soweit es geht, gecleared. Hier hätten wir noch eine Bombe. Wow. Wow, wow, wow. Wow! Da ist ja noch einer. Es sind immer so viele von den Viechern hier. Okay, warte mal. Kann ich an denen hier so weit vorbeisneaken, dass die Falle nicht explodiert? Ja, kann ich. Okay. Nice. Nice. So, jetzt komm du mal raus hier. Komm schon. Also du hast deine Laufwege. Du läufst auf jeden Fall hier noch raus. Das weiß ich. Kommt er jetzt langsam? Da kommt er. Da kommt er. Ja. Verbrennen wir. Und nehmen natürlich hier nochmal ein bisschen den guten Stuff mit. Okay, hat leider nichts fallen lassen. Was mich jetzt natürlich wieder ein bisschen ärgert, weil jetzt, glaube ich, dürfte ich keine Streichhölzer mehr bald haben. Das ist nicht so gut. Sagen wir mal so, wie es ist. Das ist
nicht optimal. Weil ich hier ist. Achso, muss ich da ausmachen? Okay, so, da haben wir nämlich die Bombe auseinandergenommen, die Bombe auseinandergenommen. Jetzt ist die Frage, haben wir hier immer noch eine Bombe? Haben wir hier hinten noch Ninjas? Nö, sieht erstmal nicht danach aus. Genau, hier sind wir durch, da sind wir durch. Kommen wir hier hoch? Das wäre jetzt noch geil zu wissen. Nein, kommen wir nicht. Feuer kann uns anscheinend auch nicht so viel. Da sind Bärenfallen. Bärenfallen sind auch eine fiese Aktion. So, hier waren wir auch. Was mich jetzt nochmal fragen würde, ist... Er ist nicht wieder aufgestanden. Hätte sein können, dass er wieder aufgestanden ist. Ich glaube nämlich irgendeinen habe ich nämlich nicht malträtiert. Also irgendeinen habe ich glaube ich nicht verbrannt. Dementsprechend könnte es sein, dass uns eventuell noch der eine oder andere wieder über den Weg läuft. Hier haben wir natürlich einige Fallen. Die werden wir natürlich alle mitnehmen, weil ich weiß nicht, wofür wir die anderen Sachen jetzt hier brauchen, wo wir hier die ganze Zeit die Gegenstände bekommen. Aber warum sollten wir die nicht mitnehmen? Wie viel Streichholz habe ich noch? Ich habe nur ein Streichholz. Nö. Warte mal, könnte ich mit einem Streichholz Pfeile verbrennen? Wäre natürlich auch awesome. Probieren wir mal aus. Mistviecher, die werden auch nochmal aufgestanden, ne? Ihr Wichser, Alter. Ihr kleinen Wichser. Aber gut, 5200. Also von dem grünen Stoff kriegen wir anscheinend echt eine Menge. Hätten wir eventuell dann vorhin doch mal das Ganze verbessern können. Und ja. Hätten wir machen können. Es gefällt mir nicht. Warum hängelt da hinten einer? Seht ihr das? Okay. Als ob da einer hängt. Genau. Genau. Dann machen wir Licht aus. Genau. Der hängt wirklich. Was war das? Also klar, ich versuche das Ding hier souverän. Zu spielen. Aber ich merke... Ja... Ja... Wir gehen mal hier rein. Habt ihr das gesehen, wie viele Leute da draußen rum? Guckt ihr das mal an? Als ob ich die jetzt alle einzeln auseinandernehme. Also, liebe Zuschauer, bitte seid mir nicht böse, aber das Ding hier werde ich sneaky machen. Soweit wie ich das sneaky machen kann. Oh mein Gott. Gut so. Lasst euch bloß nicht stören. Den Flaschenwurf, das interessiert kein Schwein von den Jungs. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wenn ich jetzt richtig gezählt habe, sind es fünf Dinger.
Und einer sitzt direkt vor meiner Nase. Kann ich mich hier vorbeisneaken? Ohne dass er mich sieht? Wahrscheinlich nicht. Okay, komm. Run, Scheiße. Boy, run. Nichts wie weg von hier. Run, Boy, run. Run, Boy, run. Gott verdammt! Damit haben wir Kapitel 2 überlebt. Nice. Er hat zwar einen Matrix-Move gemacht, also er ist der Auserwählte. Ja. Und ja, cool. Damit Kapitel 2 abgeschlossen. Wir werden das ganze Spiel natürlich gleich speichern. Und ja, wir machen es einfach mal sporadisch und sagen, nach 16 Minuten, die Folge ist vorbei. Normalerweise machen wir längere Folgen. Heute beenden wir das Ganze einfach mal bei Kapitel 2. Und wir gucken mal, ob wir die Folgenlänge dementsprechend mal anpassen und Kapitel für Kapitel spielen. Oder ob die Kapitel länger werden und wir mittendrin im Kapitel quasi Cut machen. Nichtsdestotrotz hoffe ich, ihr hattet heute Spaß. Und ich danke euch fürs Zuschauen und fürs Reinschauen. Und schalte wieder ein, wenn es heißt, bei einer neuen Folge The Evil Within. Und zwar dann mit Kapitel 3. Bis dann erstmal. Reingehauen. Find myself within. Darkness twisting me around. There is nothing I can do. Jokes tired.